So, zuerst heizen wir den Backofen auf 180 Grad vor, Ober- und Unterhitze. So, dann gehen wir jetzt zu dem Rinderbraten über. So, als erstes fangen wir damit an, eine Gewürzmischung herzustellen. Dazu nehmen wir einen Löffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer und ca. einen halben Teelöffel Zucker und verrühren das. So, und dann fangen wir da an, den Schmorbraten vom Rinderbug damit zu würzen. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Jetzt fangen wir an, ein bisschen Bratfett in der Pfanne zu erhitzen. Wenn das heiß genug ist, das Fett, dann legen wir den Rinderbraten hinein. So, nachdem das Fett jetzt heiß genug ist, legen wir den Rinderbraten hinein und braten ihn von beiden Seiten an. Von der einen Seite noch ein bisschen. Hier auch nochmal in so ein, zwei Minütchen. So.
So, jetzt nachdem der Braten angebraten wurde, kommt er in der Kasserole rein. Dort jetzt gleich die Weiterverarbeitung im Ofen stattfindet. Nun bereiten wir das Suppengemüse vor, um später für den Braten eine ordentliche, kräftige Soße zu bekommen. Dazu schälen wir den Sellerie. Dunklen Stellen sollten möglichst entfernt werden. Und die schneiden wir jetzt in grobe Stücke. Legen die so lange auf den Teller. Dann nehmen wir uns das Stück Porree vor, was wir schon gewaschen haben, in der Länge halbiert haben und schneiden ebenfalls in grobe Stücke. Jetzt nehmen wir uns die Möhren, die werden geschält. Dann schneiden wir die Enden ab. Und schneiden die ebenfalls in grobe Stücke. Dann kommt die Zwiebel, die wird geschält. Halbieren wir die und vierteln wir die und vierteln die dann noch einmal. Und dann haben wir schon unsere Zutaten für die Soße soweit fertig. Eine Knoblauchzehe kommt noch hinzu. Viertelt. Und das war es dann schon. In dem Bratenansatz von dem Braten geben wir jetzt das Suppengemüse hinzu und braten das vollkräftig an. Damit wir schöne Holzaromen behalten. Zwischendurch mal ein wenig rühren. Dazu geben wir jetzt gute 2 Esslöffel Tomatenmark. So, nachdem das Tomatenmark eingebraten ist, schütten wir einen guten Schluck Rotwein drauf und lassen dieses einreduzieren. So, nachdem der Rotwein jetzt runter reduziert ist, geben wir alles zusammen
in den Bräter, wo unser Rinderbraten drin liegt. Dazu geben wir einen guten Liter Brühe. Bisschen Rosmarin, Deckel drauf und ab in den Ofen damit. So, der bleibt jetzt für circa eine Stunde, anderthalb Stunden im Ofen. Dann gucken wir noch mal weiter. So, nach einer Stunde ungefähr haben wir den Rinderbraten aus dem Ofen genommen. Gucken mal, wie weich der jetzt schon ist. Und drehen den auch dabei einmal. So circa noch eine halbe Stunde braucht er. Dann schieben wir den jetzt wieder im Ofen rein. So, als Beilage zu den Rinderbraten machen wir uns ein paar Kroketten hinzu. Da wir einmal den Ofen anhaben, schieben wir einfach eine Tüte tiefgefrorene Kroketten hinzu. So, nach einer Stunde und circa 40 Minuten haben wir den Braten aus dem Ofen genommen. Jetzt machen wir noch einmal die Probe, ob der Braten wirklich weich ist. Wir stecken da einen Zahnstocher oder ein Schaschlikstäbchen in das Fleisch rein. Wenn wir das Schaschlikstäbchen wieder rausziehen können, ohne dass das Fleisch mit hochgeht, ist das Fleisch weich genug. So, dann nehmen wir den Braten jetzt raus und legen uns den erstmal auf einen Teller. Und den Fond des Bratens pürieren wir jetzt. Dazu nimmt man immer am besten einen Pürierstab, andere sagen Zauberstab. Sollte man ein wenig vorsichtig machen, damit man nicht so viel rumspritzt. So, jetzt gießen wir den pürierten Fond durch ein Sieb. So, jetzt haben wir alles durchgesiebt. Jetzt geben wir noch einen Teelöffel mittelscharfen Senf hinzu. Ein bisschen Salz und noch ein wenig Pfeffer. Rühren das Ganze noch einmal um und lassen es noch mal ein bisschen aufkochen. Beilage zu unserem Rinderbraten mit den Kroketten empfehlen wir Rosenkohl, den man auch gerne aus dem Rost nehmen kann.
Den kochen wir mal in 5 Minuten im Salzwasser auf. So, nach ca. 5 Minuten ist der Rosenkohl fertig, weich gekocht. Jetzt wird schon mal eben abgegossen. Und mit kaltem Wasser abgebraut. Abschütteln. Jetzt geben wir den Rosenkohl in unseren vorbereiteten Speck mit Zwiebeln Aufguss. So, jetzt haben wir unseren Rosenkohl in den Speck-Zwiebelansatz reingegeben und mit ein bisschen Muskat gewürzt. Jetzt rühren wir das noch ein wenig um und dann ist der jetzt auch schon fertig.